Die Ananaspflanze, eine Bromelienart, produziert ihre Frucht als Sammelfrucht. Aus dem Blütenstand, welcher aus der Mitte herauswächst, und den 100 bis 200 Blüten bildet sich später die Ananas. Die Blüten vereinigen sich zur Sammelfrucht. Die reife Frucht hat eine lederne, nicht essbare Rinde mit viereckigen Schildaugen. Diese Augen sind die Reste der einzelnen Blüten. Die Ananaspflanzen sind sehr geschickte Wassersammler. Der Rosettenkranz leitet das Regenwasser zur Pflanzenmitte. Somit hat die Ananaspflanze ihren eigenen Wasserspeicher. Nun kann geerntet werden. Dies geschieht an 6 Tagen die Woche. Um 6 Uhr früh treffen sich die Arbeiter an der Wäscherei. Die von Dohl gestellte Arbeitskleidung wird jeden Tag auf der Farm gewaschen. Sie verbleibt aus hygienischen Gründen auf der Plantage, damit keine Keime oder andere Schadstoffe in die Plantage gebracht werden. Die Arbeiter werden den jeweiligen Blöcken zugeteilt. Es gibt unterschiedliche Arbeits- und Schutzkleidung, je nach Arbeitseinsatz. Die Erntearbeiter benötigen neben den robusten Jeans auch Schutzbrillen. Denn die Ananasblätter sind sehr spitz und die Verletzungsgefahr am Auge wäre sonst zu groß. Jetzt fahren sie gemeinsam aufs Feld. Während die Arbeiter unterwegs sind, überprüft der Vorarbeiter die für die Ernte vorgesehenen Blöcke. Stichprobenartig werden die Früchte auf ihre goldgelbe Fleischfarbe und mit Hilfe eines Refraktometers auf ihren Süßegehalt hin überprüft. Es sollen nur wirklich reife Früchte geerntet werden. Die Ernte der Ananas beginnt. Langsam schiebt sich das Erntegespann aus Laufband und Containern durch das Feld. Die Größe der Blöcke ist für den Einsatz der Erntemaschinen angelegt. Die Ananas wird per Hand von der Mutterpflanze getrennt. Der Arbeiter legt die Früchte auf ein Laufband. Alle müssen bei der Ernte sehr vorsichtig sein, da die Ananas sehr druckempfindlich ist. Mit dem Laufband am Container angekommen, werden sie wieder per Hand weitergegeben. Sie werden vorsichtig in den Transportcontainer gelegt. Die Krone der Ananas ist für den Transport der ideale Stoßdämpfer. Die Ananas wird, auf dem Kopf stehend, im Container verstaut. Wenn die Container voll sind, werden sie zur Verpackungsstation, der Planta, gebracht.